Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Rechtsvorstellung, die gibt es in unserem Rechtssystem zum Glück nicht mehr. Sie ist aber wiederbelebt worden von Klaas Heuer Umlauf in der Late-Night-Show Late-Night Berlin. Was hat er gemacht? Nun, er wollte anprangern, dass manche Museen noch Raubkunst bei sich ausstellen. Was das ist, sage ich euch gleich. Und er hat die Museen beraubt. Und ihr habt mich gefragt, könnte das ein Diebstahl sein, der da im Fernsehen gezeigt worden ist und ist eine Verurteilung von Klaas Heuer Umlauf wahrscheinlich. Wir schauen mal rein, was da nur wieder passiert ist. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner von WBS Legal in Köln und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtliche Themen auf der Tagesordnung hier bei YouTube sehen wollt. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die aktuell heiß sind. Und ein heißes Thema, das hat Klaas Heuer Umlauf auf die Agenda gesetzt, nämlich das Thema Raubkunst. Raubkunst gibt es aus den verschiedenen Zeiten der Geschichten in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und Klaas kritisiert in der Late-Night-Show oder Late-Night Berlin, dass ein Kunstraub aus der Kolonialzeit nicht jetzt noch gefeiert werden darf in Museen. Beispielsweise, wir haben eine Kolonialzeit in Afrika, da waren viele westliche Kolonien angesiedelt und die Kulturgüter, die sind nach Europa gebracht worden und sind jetzt hier in den Museen und Depots zu finden. Raubkunst ist auch juristisch hoch umstritten und deswegen dachte sich Klaas, wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und wir beklauen die Museen einfach selbst. Er wollte Alltagsgegenstände klauen, Mülleimer, Stühle, alle möglichen Dinge, die er hat mitgehen lassen. Und am Ende sind rausgekommen ein Metallmülleimer, zwei Plastikmülleimer, ein Schild, zwei Stühle, drei Aufsteller mit Informationen und ein Teppich, die er aus den Raubkunstmuseen geklaut hat. Und das Spektakulärste war tatsächlich sogar der Diebstahl eines Mülleimerdeckels. Warum das so spektakulär war, sage ich euch gleich. Wir gucken uns erstmal den Diebstahl selbst an. Hier, so, das ist so ein bisschen urban. Da haben wir so ein bisschen den Urban Flair. Oh, das ist nice. Also die tun natürlich nur so, als wenn hier ein Fotoshooting wäre. Sie hat einen riesen Rock an. Unter dem Rock kann man einiges mitgehen lassen. Also unter dem Vorwand eines Fotoshootings soll jetzt hier was geklaut werden. Ja. Ja, so? Ah, ja. Lass ihn mal verschwinden, Diana. Da, sie ist jetzt da an den Mülleimer rangegangen. Ja. Jetzt nice, zack, ja. Rock drüber. So da drüber. Okay, ja, das jetzt ist der Rock über dem Mülleimer, so ein Zigarettenmülleimer. Hast du ihn, Jana? Den oberen Teil. Zwei Teile und das untere lässt sich nicht heben. Ist zu heavy? Nee, du musst jetzt probieren, das ganze Ding mitzunehmen. So, also er sagt, nimm das ganze Ding weg. Der obere Teil des Mülleimers, also der Mülleimerdeckel, der ist hier von der Lockvogeldame quasi mitgenommen worden und sie hat es unter ihren Rock gesteckt. Und die Frage ist, wie ist das Ganze rechtlich zu beurteilen? Bevor wir darauf kommen, kurzer Hinweis auf das Facebook-Datenleck. Wenn ihr betroffen seid, wir versuchen 1.000 Euro für jeden von euch rauszuschlagen von Facebook. Checkt's unten aus in der Caption, das geht ganz schnell, 10 Sekunden etwa, ob ihr betroffen seid. Über den QR-Code könnt ihr das auch checken. Aber wir gucken mal, ob dieser Mülleimerklau wirklich ein Diebstahl sein kann im Sinne Strafgesetzbuches. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit der Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So lautet der Diebstahl. Und ja, klar, das sind fremde bewegliche Sachen. Die Mülleimer gehören den Museen, denen sie weggenommen worden sind, wie seinerzeit die Raubkunst. Und die Museen, die haben auch noch Gewahrsam. Da gibt es den Begriff der sogenannten Gewahrsamsenklave, die vom Bundesgerichtshof entwickelt worden ist. Bereits dann gelten Sachen als weggenommen, wenn sie versteckt worden sind oder bereit sind zum Abtransport. Sobald der Mülleimerdeckel im Gestell unter dem Rock verschwunden war, war er im Gewahrsam, ist das Gewahrsam des Museums gebrochen worden.
Und das Interessante ist, dass insgesamt dieser Mülleimer-Diebstahl hier gescheitert ist. Das heißt, das ganze Ding war zu schwer, man konnte den Deckel dann doch nicht behalten, das Ganze ist aufgeflogen. Aber trotzdem, obwohl es aufgeflogen ist, obwohl der Deckel am Ende nicht mitgenommen worden ist, ist das Ganze hier ein vollendeter Diebstahl. Wir gucken uns gleich noch, ob wir Klaas das anlassen können. Also das rechtlich sehr spannend, gewahrsam gebrochen, eigentlich der Diebstahl schon vollendet, der ganze Job ist aber abgebrochen worden, weil es eben nicht möglich war, den ganzen Mülleimer zu klauen. Aber in dem Moment, wo man schon das eine Gewahrsam vom Museum gebrochen hatte, sich unter den Rock gesteckt hatte, den Deckel, war der Diebstahl schon vollendet, obwohl am Ende eben nichts weggekommen ist. Verrückte rechtliche Wertung. Hier, und dann gab es noch eine andere Sache, die hier geklaut worden ist. Das war das Eingangsschild. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an, was da gestohlen wurde. War alles unbewacht. Und weg. Schnell. Ich tu das Schild schnell in den weißen Wagen, bitte, ja? Nee, wegfahren. Hallo. So, Auto dicht, Schild drin. Auch wieder die gleiche Frage, unhandlich schweres Schild, aber ins Auto ist das Ganze gebracht worden und in dem Moment befindet sich es in einer Gewahrsamsenklave. Da muss man sagen, spätestens da ist der Gewahrsam des Museums gebrochen worden, wie unter dem Rock auch. Immer wenn was nicht entdeckt werden kann, ist schon der Gewahrsam des eigentlichen Eigentümers gebrochen worden und insofern kann man auch hier sagen, in dem Moment, wo es im Auto ist und womöglich das Auto noch weggefahren worden ist, ist ein Diebstahl vollendet. Das gilt auch für alle anderen Dinge, die Klaas und seine Helfer gestohlen haben. Wir schauen uns mal an, was da sonst noch so weggekommen ist. Da war eine ganze Menge andere Sachen. Und wir noch Platz im Lieferwagen hatten, haben wir uns gesagt, jetzt räumen wir den Laden leer. Also zig Sachen, Teppiche, Stühle, alles rein, alles aus dem Museum geklaut und mitgenommen. Auch hier dürfte der Diebstahl vollendet sein. Da kommt also eine ganze Summe an Strafbarkeiten auf das Team von Late Night Berlin zugerollt. Die Sache ist natürlich die, Klaas selbst hat nichts gestohlen. Er kann dafür vielleicht nicht belangt werden, könntet ihr euch jetzt vielleicht sagen, denn er saß ja nur im Auto und hat sein Walkie-Talkie angehabt. Aber diejenigen, die unseren Kanal schon länger schauen, denen gehen jetzt so ein paar Worte durch den Kopf wie Anstiftung, Mittäter, Beihilfe und. Und damit liegt ihr nicht ganz falsch, denn wenn man mal in den Paragraphen 25 des Strafgesetzbuches reinschaut, da steht drin, als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. Und Absatz 2, begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft, Mittäter. Und diese Variante Absatz 2, die kommt hier tatsächlich für Klaas Heuer-Umlauf in Betracht. Denn dass die hier alle einen gemeinsamen Tatplan hatten, der erforderlich ist, um Mittäter zu sein, das dürfte ganz klar, klar zu sagen sein. Denn die wollten ja diese Gegenstände klauen, um zu zeigen, wir rauben den Raubkunstmuseen auch mal was. Und dann ist die Frage, inwiefern hat denn Klaas Heuer-Umlauf hier einen Tatbeitrag geleistet? Der saß ja nur im Auto mit seinem Walkie-Talkie. Wenn man die juristischen Ansichten sich dazu anschaut, dann sieht man, dass derjenige, der einen Geschehensablauf maßgeblich beeinflusst, auch seinen Beitrag leistet, um Mittäter zu sein. Da muss man sagen, er hatte Kontakt zu den stehlenden Personen, er hat sie gelenkt, er hat gesagt, mach jetzt das, rein ins Auto, Tür auf, schneller, schneller, schneller. Und insofern müsste er als Mittäter zu werten sein, auch wenn er nicht unmittelbar mitgestohlen hat. Die Frage ist, ob man hier eine Zueignungsabsicht hatte, ob die auch dauerhaft die Sachen behalten wollten. Darüber kann man sicherlich hier diskutieren. Müsste man schauen, ob irgendwie das Ganze vielleicht auch mit den Museen abgesprochen war. Oftmals stellt sich sowas ja im Nachhinein auch nur als Fake-Aktion heraus. Das müsste dann betrachtet werden. Erstmal wäre es ein vollendeter Diebstahl, wenn die Sachen auch wirklich behalten wollten. Ein Rechtfertigungsgrund könnte es aber dadurch geben, dass das hier Kunstwerk war. Also die ganze Aktion war ja eine Kunstaktion, dass man sagen kann, für eine TV-Produktion wollten wir darauf aufmerksam machen, dass hier in Museen Raubkunst ausgestellt wird und wie könnte es besser machen, als den Museen selber was zu rauben. Es ist gar nicht so einfach, ob das rechtlich erlaubt ist oder nicht. Es gibt nämlich etliche Juristen, die halten das für möglich und sagen, wenn wir aus deren ganzen Diebstahlsaktionen bei recht geringwertigen Sachen
insgesamt eine Kunstaktion machen, dann ist dieser Kunstbegriff ein Rechtfertigungsgrund. Allerdings muss man auch sagen, dass es mehrere Gerichte gab, die sagen, es gibt kein Recht auf zerstörerische Kunst. Da ging es um Graffiti-Sprays. Und da hat man immer gesagt, auch wenn die Graffitis selbst zerstörerische Kunst sind, gibt es da kein Recht drauf, weil dadurch was kaputt gemacht wird. Oder wir hatten letztens ja mal diese AfD-Flyer, die gesammelt worden sind oder die, ja, die bei einem Flyer Menschen bestellt worden sind, der die dann einfach nur geschreddert hat. Und das Ganze war auch eine Kunstaktion. Auch da habe ich gesagt, kann man nicht machen, etwas kaputt machen und das damit rechtfertigen. Hier kann man aber argumentieren, naja, Klaas Heuer-Umlauf und sein Team haben ja nichts kaputt gemacht. Die geben die Sachen nachher zurück. Insofern lässt sich durchaus auch rechtfertigen, dass diese Kunstaktion, die ja mit dem Hintergrund getätigt worden ist, dass man die Sachen zurückgibt, auch als solche zu werten ist und dass das keine Straftaten sind. Also tatsächlich, wenn man am Ende sich die gesamte Aktion anschaut, kann man sagen, auf die Art und Weise würde ich als Strafverteidiger versuchen, Klaas Heuer-Umlauf und Team wieder rauszuboxen aus der ganzen Nummer. Also bleibt zu hoffen, dass die Aktion in irgendeiner Art und Weise abgesprochen war. Das wissen wir nicht. Hier meine rechtliche Wertung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder mit diesen beiden schönen Videos. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis morgen.